Ich glaube, das wird die letzte Aufnahme von diesem Playthrough, wo ich den Ringkrieg über alle Rassen, Völker, Dingsbumselix mache. Vielleicht bin ich aber nicht gut genug, es in 20 Minuten zu schaffen. Wer weiß. Wir haben noch ein paar Schlachten, so eine zum Beispiel, die definitiv knackig werden kann. Ich weiß nicht, wie ich Isengard verteidigen will. Keine Türme, keine gar nichts, kein nur. Aber ich werde es versuchen. Zuvor kurzer Check, ob die Aufnahme läuft. Das ist schon immer wichtig. Und das machen wir aus. Das braucht's ja nicht hören. Ja. Okay. Für alle, die sich fragen, von was das gerade war, es war Siedler Online. Yep. Eigentlich ein ganz nettes Spiel, aber man braucht Zeit. Langzeit, ohne Langzeitmotivation wird man irgendwann aufhören, das Spiel zu spielen. Es muss einem also wirklich gefallen. Ich glaube, ich spiele es jetzt dann bald 2 Jahre. Na, warte. Habe ich 2015 angefangen oder 16? Ich müsste mal in den Folgen gucken. Ich weiß, es war an irgendeinem Weihnachtsdings. Hey, warte mal. Eigentlich könnte es ja doch da hochgehen. Und Steine auf die Gegner werfen. So, Türchen schließen. Und gut ist. So. Das machen wir so. Das machen wir so. Okay. Angriff! Komm schon, ihr seid Fernkämpfer. Werft Steinchen. Ja, werft die Steine, haut sie. Ich glaube, da werde ich einfach bloß ausbilden und gut ist, weil. Das Tor geht so schnell kaputt. Boah, die werfen mit Steinen gut ausgebildete Rohirrim kaputt. Das muss man erstmal hinkriegen. Respekt. Das muss man erstmal hinbekommen. Ich könnte es nicht mit einem Steinwurf einen Reiter umbringen. Und das Pferd. Ja. So. Reiter und Pferd mit einem Steinwurf umbringen. Das ist mörderisch. Das ist krass. So. Das Tor bricht auf. Halt, warte. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Zeit schinden. Jetzt haben sie es doch kaputt gemacht. So. Verteidigt. Hallo. Wie wär's denn? Naja. Ist auch egal. Na, schaffen wir das? So, greift's an. Viel brauche ich nicht machen. Oh, der Boromir, der wird böse. Der wird böse. Ist doch immer so. Der Boromir bläst sein Horn und dann habe ich Probleme. Kennt man doch. Ja, wenn ich das Gebäude zurückbekommen könnte, wäre natürlich nice. Ganz knapp! Oh, hat nicht funktioniert. Na, schauen wir mal. Ob die Speere aus Midlond dazu führen, dass ich hier große Probleme bekomme. Was geht denn da drüben eigentlich ab? Ich brauche halt unbedingt das Zeug, ne? Ohne das Zeug wird's schwierig. Ja. Hallo? Also es ist ein ziemliches Geraffel. Ein sehr großes Geraffel sogar. Ich weiß nicht, ob ich dieses Geraffel bezwingen kann. Hey, das Tor ist wieder da. Dann machen wir es wieder zu. Na?
Ich höre sie schon wieder am Tor klopfen hier, ne? Aber ich lebe noch, ich halte durch. Ich lasse mich nicht so einfach bezwingen. Ich hole mir die Vorposten zurück. Sieht gut aus. Nice. Ja. Die bösen, bösen Gegner, die allerdings wirklich böse sind. Ne? Eigentlich brauche ich ja wirklich bloß Bogenschützen ausbilden, ne? Oh, da kommt eine ganze Menge Geraffel auf mich zu. So viel Geraffel! Ich mag das Wort, das ist lustig. Geraffel. Ich frage mich, wer von euch das kennt. Wer kennt das Wort Geraffel? Und wer hat genug Comedy Central geschaut, um es zu verstehen, woher ich es habe? Fragen über Fragen. Na, da haben wir den Godsmog, den Zockpflock und den Mobcop. Ist da gerade wieder ein... Der hat sich hochgecheatet! What? Was geht ab? Nope. War wie garstig. Auch so ein geiles Wort. Garstig. Ah. Du bist so garstig. Ah. Steckt so viel Kraft dahinter. Garstig. Mit gerolltem Rrr, so richtig aggressiv. Garstig. So, können wir jetzt vielleicht hier, maybe, bitte, please, ein bisschen plüschig sein. Ja, das wäre ganz nice. So. Das wäre doch mal knuffig. Dum, bum, bum, bum. What the frick? Der steht halt in der Mauer. Man mag sich fragen, warum. Und man mag sich auch fragen, warum der Gegner die Dunkelheit vor mir hat. Ich meine, hier gibt es keine Leuchtfeuer. Entweder hat er irgendwelche landspezifischen Boni oder die KI cheatet mal wieder, was ziemlich wahrscheinlich ist. Ja, lassen wir sie alle rein. Obwohl das gar nicht so schlechter kommt. Der Tom, alter Bombardier. Ring, ring, ding, dong, long. So, jetzt können wir den Gegner einfach kaputt spammen. Oh, der Ring. Ah, der ist so weit weg, da komme ich nicht hin. Ringelinge, ding, ding, ding. Oh, Gegner. Oh, Böskopf. Drachen, Drachenkopf. Ein Drachenkopf. Ein Drachenkopf. Und es ist weder der grüne, noch der rote, noch der braune. Das ist der Drachenfürst. Nein! Ein schöner Baumeister. So. Dingeling, dingelong, dong, dong. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Krawalles und Kaschelles und Krabumlord und Tschüssikowski auf Wiedersehen. Und wir spammen weiter. Übrigens, der Community Clash ist immer noch aktiv. Wenn ihr mitmachen wollt, schaut euch bitte das Video in der Beschreibung an oder ihr schaut ein aktuelles Video an von dem Community Clash. Ihr braucht dafür bloß das Spiel Patch 2.01. Tangle, was dieser Verbindungsclient ist, den wir benutzen, ist kostenlos und könnt ihr mitmachen. Einfach anmelden im Formular und dann seid ihr dabei. Im Grunde ganz einfach. Und, das werdet ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber, also ihr werdet es mitbekommen, aber ihr werdet da nicht mehr teilnehmen können, wenn das Video oben ist. Nein, weil Samstag beginnt bereits das nächste und ich lade erst nächste Woche hoch. Aber Dol Guldur wird als nächstes bekämpft. Und ich glaube noch irgendein Land, das ich jetzt nicht weiß, aber... Irgendeins... Weiß nicht. Aber da wird gekämpft. Ziemlich cool gekämpft. Ohne Festung des Feindes. Tja, wer hätte das gedacht. Ups, ja, Überraschung. Was passiert denn hier?
So, schön alles durchklicken. Naja, das wird reichen. So, die Festung ist Moos. Die Feuerpfeile nerven allerdings. Noch eine Festung. Nope. Ist ganz, ganz sicher nicht. Alter, bei aller Liebe zum Detail. Nope. Das lasse ich nicht zu. Oh, komm schon. So schwach greif. Ja, wir zerschmettern und besiegen noch viel mehr Feinde. Ich brauche hier bloß Ausbildung. Schaut euch an, wie viel Geld ich plötzlich habe. Krabboomslord. So, das reicht für zwei Schmieden. Eigentlich Schwachsinn, aber... Und auf einmal brauche ich mehr Rouge. Kennt ihr das? Ihr habt so einen Freund, der übelst mit Geld prahlt, aber sobald er irgendwas zahlen soll, ja, Geldbeutel gerade nicht dabei, Karte geht nicht. Habe ich jetzt persönlich nicht, aber vielleicht kennt ihr ja so einen Freund. Fand ich gerade nur ziemlich lustig. Also hier mit zwei Schmieden protz, will was ausbauen und dann heißt das ja, wir brauchen mehr Rohstoffe. Und die Ents, Heilige, hauen die lange drauf. Ah, so viel geraffeltes Kradumlord. Noch ein Feind zerschmettert. Für sie ist hier kein Platz. Wir holen uns unser Land zurück und wir bauen alles kaputt und... RIP. Na, der eine Stein hat nicht getroffen. Der Ent, der hat... Ja gut, der trifft nichts mehr, der ist fast tot, schaut sich das an. Das wundert mich nicht, dass der daneben schmeißt. So, das war's. Gewonnen. Fertig. Nein, wo ist noch einer? Hey. What? Das ist mir zu wild. Eigentlich hätte es das jetzt sein müssen. Ist denn noch was? Ja, aber das sind so blöd Gebäude. Da will man einmal cool sein, ne? Ein einziges Mal. Und dann... versaut man uns. Er hat doch sicher noch irgendwo einen Baumeister, oder? Naja. Baumaterial, wo sollen wir bauen? Baut dieses Land auf. Und schützt die Wälder. Und Hüter ist bereit. Und jetzt gibt er auf, bevor ich seinen letzten Vorposten finden kann. Wo ist er? Wo ist er? Ich will es wissen. Ich sehe es nicht. Da! Aha. Naja, ob er jetzt aufgegeben hat oder ob ich ihn jetzt abgeschossen habe, weiß ich nicht. Aber Isengard verteidigt. Und dabei hatte das nicht mal eine Garnison. Eigentlich könnte man jetzt denken, Isengard ist eine sehr starke Festung. Fun Fact! Nee. Finde... Upsi. Doch, warte. Ah, nee, warte da. Finde ich persönlich nicht. Ich finde Isengard ist nicht wirklich eine gute Festung. Nicht so... Mäh. Weiß nicht. Wo muss ich noch lang? Ah, meine Freunde. Freunde der Nacht, oder wie heißt das immer? Freunde des Tags sagt keiner. Weil es so gang und gäbe ist. Der Mensch mag den Tag zumeist. Eigentlich mag ich die Nacht auch. Wenn die Luft so frisch riecht und so... Ja, so eine nicht verregnet, also nicht eine verregnete Nacht, aber eine regnerische Nacht, also wo man halt merkt, ja, da hat's geregnet und jetzt regnet es nicht mehr. Das ist eigentlich ziemlich nice, mag ich. So, der arme Höhlentroll. Also der macht niemanden, tut der was, der hat hier... Der hat hier sich ein Haus aufgebaut und wir kommen und töten das. Wenn's sowas wie Peter oder WWF für Herr der Ringe geben würde. Wow! Und Ork. Orkenrechts. Orken. Eigentlich heißt ja Ork. Ich glaube. Ja, aber es klingt Menschen, Ork. Orkrecht. Orkrechtler. Also so Menschenrechtler, Orkrechtler und dann so
Dann gibt es die Wargschützer und die Trollschützer oder die Troll. Was weiß ich, irgendwas mit Troll halt. Ja. Und hier die Halbriesen Dingsleute und so weiter. So, hier. Hat's doch irgendwo Gegner. Jo, das ist alles egal. Das war auch mal so eine Spam-Map. Wieso? Was ist das denn? Ja, dann haltet sie doch auf. Irgendwie gefällt mir das nicht, was hier abgeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gut für mich ausgeht. Ich brauche Kasernen, ich muss ausbilden. Also bauen wir Kasernen, damit wir ausbilden können. Aus die Baus. So, haut's die Orks kaputt. Ja, beschützt mich. Hört's das? Keine Gnade! Und das sind die hochtrabenden Elben. Die sagen, sie fällen ein Urteil. Das ist halt lustig. Da können sie zigtausende von Jahren alt werden und schaffen es trotzdem noch nicht, urteilsfrei durch die Welt zu gehen. Tja. Jeder, der die Elben cool fand, sorry. Aber so cool sind sie dann plötzlich doch nicht mehr, ne? Hier, sie sagen was von Feinden zerschmettern und Kasernen bauen sie. Ist ja schlimm. Also echt schlimm. So, tatsächlich werde ich noch eine Aufnahme brauchen. Wer hätte das gedacht? Abartig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.